Wo bleibt eigentlich Blue Protocol? Ich bin vermutlich nicht der Einzige, der sich das momentan fragt. Wir haben ja schon 2024 und Blue Protocol soll 2024 rauskommen. Aber Amazon ist sehr schweigsam momentan. Das letzte Mal, dass wir was von ihnen gehört haben, war 2023, als der technische Test rauskam. Aber es gibt schon ein paar Hinweise, wann wir was zu Blue Protocol erfahren könnten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinem Twitch-Kanal folgt. Sobald die Global-Version rauskommt oder Throne at Liberty, werde ich auf dem Kanal streamen. Der Link ist in der Beschreibung. Es ist nun fast ein Jahr her, seitdem Blue Protocol in Japan rausgekommen ist. Aber wir könnten am 7. Juni, was nur noch ca. einen Monat hin ist, mehr zu Blue Protocol erfahren. An dem Tag ist nämlich das Summer Game Fest, was ein großes Event in Amerika ist, wo generell viele neue Spiele angekündigt werden. Es ist gut möglich, dass wir da eine Ankündigung sehen werden. Wir wissen zum Beispiel, dass die Entwickler von New World da etwas ankündigen werden. Also ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass das Blue Protocol Team auch da sein wird. Der letzte Test von Throne at Liberty lief vor kurzem. Aber davor war Amazon genauso schweigsam wie gerade mit Blue Protocol. Throne at Liberty hatte auch eine Schweigezeit von 6 Monaten. Und dann kam fast aus dem Nix eine Beta-Ankündigung. Ich denke, dass Amazon das gleiche mit Blue Protocol machen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch eine Closed Beta bekommen werden. Und wenn wir uns daran orientieren, der technische Test von Throne at Liberty war am 19.09.2023. Ein paar Wochen danach, am 1. November, wurde der technische Test für Blue Protocol angekündigt. Also gar nicht so weit voneinander entfernt. Die Closed Beta für Throne at Liberty lief vor ein paar Wochen. Das bedeutet, wenn Amazon das so beibehält, könnten wir schon recht bald eine Beta für Blue Protocol sehen. Aber es kann auch sein, dass sie erstmal Throne at Liberty fertig machen wollen. Und wir dann gegen August, September eine Beta bekommen und dann im Oktober, November das Release. Was ich auch persönlich für nicht unwahrscheinlich halte. Ein anderer Hinweis sind die Leaks rund um Throne at Liberty. Die Closed Beta dazu ist auch vor kurzem gelaufen. Wie es auch hier in diesem Leak gesagt wurde. Es wird zwar in diesem Leak gesagt, dass die Beta im Januar, Februar, März rauskommen sollte. Und sie ist dann im April rausgekommen. Aber so sehr daneben lag der Leak nicht. Es steht auch hier, dass der Release dann im Mai oder Juni sein soll. Es kann aber sehr gut sein, dass Amazon dann ein Announcement auf dem Summer Games Fest macht und wir dann mehr zu Throne at Liberty erfahren. Ich denke generell, dass Throne at Liberty momentan Vorrang vor Blue Protocol hat. Ein Beweis dafür ist, dass Throne at Liberty schon eine Beta hatte und Blue Protocol nicht. Und es sieht auch nicht so aus, dass Throne at Liberty noch einen weiteren Test bekommt. Beide Spiele sind von der Entwicklung, denke ich mal, auf ungefähr den gleichen Stand. Da Throne at Liberty wahrscheinlich zuerst rauskommen wird, in den nächsten 2 bis 3 Monaten, denke ich, dass wir Blue Protocol nicht vor September sehen werden. Wir wollen nach dem Release von Throne at Liberty sehr wahrscheinlich erstmal alles darauf fokussieren, damit die Aufmerksamkeit auf Throne at Liberty liegt, für ein paar Monate. Und danach könnten wir was zu Blue Protocol bekommen. Selbst wenn wir nichts zu Blue Protocol auf dem Summer Games Fest bekommen und vielleicht nur eine Throne at Liberty oder New World Ankündigung bekommen, denke ich, dass wir anhand davon uns ein bisschen orientieren können. Denn die gleiche Firma will sich bestimmt nicht überschatten mit ihren eigenen Spielen. Sie wollen die volle Aufmerksamkeit der MMO-Community für eine gewisse Zeit auf ein Spiel haben. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ich denke mal, dass wir sehr wahrscheinlich ein Announcement entweder zu Blue Protocol oder zu Throne at Liberty auf dem Summer Games Fest sehen werden. Und je nachdem können wir davon dann ableiten, wann Blue Protocol rauskommen wird. Ja, das Gute ist, wir haben nicht mehr lange hin bis zu dem Summer Games Fest. Und ich glaube, selbst wenn wir da nichts zu Blue Protocol bekommen, selbst wenn wir da keinen Trailer machen, keine Beta-Ankündigung, was auch immer. Wovon Beta-Ankündigung gehe ich mal eh nicht von aus, dass sehr wahrscheinlich eh unter eine NDA wie bei Throne at Liberty sein wird. Und ich glaube nicht, dass die bei so einem großen Event dann da eine NDA reinklatschen wollen. Deswegen denke ich, wenn vielleicht nur ein Release-Date, wenn aber nicht und wir nur vielleicht eine Throne at Liberty ein Announcement bekommen, dann können wir uns daran orientieren, meiner Meinung nach, wann Blue Protocol rauskommen wird. Weil sie wollen sehr wahrscheinlich nicht 2 Spiele direkt einen Monat hintereinander irgendwie rausbringen, sondern mindestens 2 Monate, gehe ich mal von aus, mindestens, vielleicht sogar länger. Dass erstmal die MMO-Community ein bisschen auf Throne at Liberty fokussiert ist und da die Videos rauskommen und irgendwelche Artikel rauskommen, damit die schön viele Spieler bekommen. Und danach kommt Blue Protocol. Also es kann auch sehr gut sein, dass erst später noch eine Beta dann zu Blue Protocol sein wird. Vielleicht wollen die das gar nicht so zeitversetzt machen. Vielleicht wollen die dann im September die Beta, im Oktober dann Release oder November dann Release. Theoretisch können sie auch jetzt eine machen, aber dann wird es irgendwie noch plus 3 Monate dauern, bis dann das Spiel rauskommt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Beta und den Release nicht so weit auseinandersetzen wollen. Deswegen kann es gut möglich sein, dass sie erst später im Jahr noch eine Beta machen und gar nicht jetzt. Aber vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Es sind nur alle Spekulationen. Ich weiß genauso viel wie ihr. Aber das ist meine Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Wann denkt ihr, kommt Blue Protocol raus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.